ich natürlich damit den kämpfe, dementsprechend auch im Level und das ist eine extrem gute Angelegenheit. Hey, seht ihr den Typen da oben? Ja, das bin ich. Und ihr fragt ihn bestimmt, wie ich da geendet bin. Ekelhaft. Absolut unangenehmes Intro, meine Freunde. Richtig. Hier ist es wirklich mache, okay. Ja, wir sind in meinem Büro, Leute. Vive hat mir netterweise das Review dieses Games, Summoner's War, Shoutout erstmal in den Play Store an der Stelle, deutlich erschwert und hat gesagt, du Revi, ich weiß, was du vorhast, ein ganz normales Video darüber zu machen, das ist eine ganz normale Werbekampagne, aber ganz ehrlich, das will ich nicht. Und dafür, wenn ich Duderin gespielt habe, muss ich mich diesem Willen nun beugen. Und ich gehe jetzt tatsächlich unter die Dusche hier, meine Freunde, und spiele Summoner's War. Hello, Summoners! Let's play Summoner's War! Ich werde jetzt mal ganz kurz hier meine Aufnahme starten, dann erkläre ich euch gleich ganz kurz. Also, meine Handyaufnahme läuft auf. Ich erkläre euch ganz kurz, was Summoner's War ist. Summoner's War ist ein actionbasiertes Online-Rollenspiel, meine Freunde, welches tatsächlich super gut dafür geeignet ist, verschiedenste Mobs zu trainieren. Wir haben hier unsere Insel. Machen wir ganz kurz hier das Wasser an, ja. Ich hoffe, dass dieses Pixel hier wasserfest ist, Alter, wirklich. Also, es stand im Internet, ich meine. Lass mal ganz kurz warm werden. Das ist okay, oder, Leo? Dankeschön. Ja, jedenfalls haben wir hier auf jeden Fall unsere Insel. Und wir können uns jetzt hier wieder ein bisschen umgucken. Ihr seht das hier schon, Leute. Unangenehme Klamotten vor allen Dingen. Hier auf meiner Insel seht ihr schon meine verschiedensten Bestandteile. Ich habe hier einmal quasi meinen Schrein, da kann ich Monster beschwören. Hier kann ich meine Monster aufwerfen, hier kann ich sie beschwören. Und hier vorne kann ich farmen. Ich bin ganz aufgeregt. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Beschwörung rein und ich zeige euch mal ganz kurz, was für Monster wir hier haben. Habe ich noch Schriftrollen? Ich habe noch Müsli-Schriftrollen. Ich würde sagen, dann beschwören wir doch mal ganz kurz ein Monster. Ich habe noch genügend Edelsteine, meine Freunde. Moin Leute, Trimax hier. Es geht im Game quasi ein bisschen darum, deine eigenen Monster zu beschwören und wie gesagt, oh damn. Okay, das packen wir jetzt direkt mal mit rein. Das Handy auch mal. So, ich hoffe, es geht nicht kaputt, Alter, wirklich. Es funktioniert aber echt gut unter Wasser. Ich würde sagen, wir gehen doch direkt mal in die Arena rein, meine Freunde, beziehungsweise gehen erstmal in den Kampf. Ich zeige euch mal einfach das Kampf. Ich bin jetzt hier schon im zweiten Gebiet, Level 5 an der Stelle. Ich würde sagen, wir machen mal erstmal einen etwas einfacheren Kampf. Gehen mal ganz kurz hier rein. Ich kann jetzt hier quasi meine Monster auswählen, die ich nehmen möchte. Ich kann auch hier, wie gesagt, umtauschen. Ich würde sagen, wir tauschen mal ganz kurz diesen Hund hier gegen unsere neue Schlange und fangen einfach mal an. Es geht, wie gesagt, darum, sich durch die ganze Welt einmal durchzukämpfen und sich dann später noch in der Arena zu beweisen, meine Freunde. Summoner's War heißt das gerne, den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ach, wisst ihr was, Leute? Es geht ja letztendlich darum, dass ich hier eine gute Zeit habe unter Wasser. Ja? Von daher passt das so. Ich würde sagen, wir hitten sie erstmal mit unserem kritischen Schlag. Auch jetzt, das ist so absolut unnötig. Ich hätte ein viel, viel einfacheres und viel, viel entspannteres Video machen können, wenn ich einfach nur wirklich mich unten hingesetzt hätte, das Spiel von dir erklären können. Aber nein, jetzt muss ich es so machen. Okay. Das Coole ist an meinem Charakter hier, sie hat eine Heal-Fähigkeit. Das heißt, ich kann mich sogar hier healen und habe die Möglichkeit sogar, dass ich mein Leben wieder aufzuforschen, wenn ich jetzt eine Dungeon durchgerettet habe. Das ist nur ein Teil, meine Freunde. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch den Arena-Modus, wo man dann gegen Freunde oder befeindete Nachbarn oder gegen andere Leute oder auch gegen Vive und mich irgendwann mal antreten kann. Vielleicht zockt es der eine oder andere von euch. Ich muss schon mal ganz kurz hier ein bisschen wärmer, weil ganz ehrlich, es wird auch mit der Zeit ein bisschen kalt hier. Ja, Leo, kurze Frage an dich an der Stelle. Hast du dir deinen Arbeitsalltag genauso vorgestellt? 100% nicht. Ich tatsächlich auch nicht. So, okay. Gönnen wir das nochmal ganz kurz. Gleich muss ich jetzt hier. Jetzt kommen wir in die nächste Instanz, meine Freunde. Das sind immer drei Instanzen pro Dungeon quasi, die ich durchraiden muss. Dann habe ich später sogar noch die Möglichkeit, meine ganzen Monster aufzurüsten, meine ganzen Heroes. Tatsächlich mit solchen Runen. Die Runen kann ich kombinieren, wenn ich dann 5 Runen, zum Beispiel 5 Energierunen von einer Art habe. Habe ich dadurch dann eine bessere und eine stärkere Fähigkeit, die ich dann aufleveln kann. Das heißt, diese ganzen Monster und Mobs und diese ganzen Helden steigen quasi mit mir, wenn ich natürlich dann mit denen kämpfe, dementsprechend auch im Level. Und das ist eine extrem gute Angelegenheit. Ja, an sich, also wie gesagt, film mir nicht zu sehr auf den Crotch, Digga. Ich weiß nicht, das will ja niemand sehen. Mein Handy macht bis jetzt echt noch gut mit, also das funktioniert. So, okay, wir können jetzt mal ganz kurz den Übersteig knallen. Rein denn hier, Olga. Hier, mein Wasser wird immer wieder kalt. Ich hatte sowieso vor zu duschen, von daher passt das. Ich kann euch mal ganz kurz meine Heal-Fähigkeit zeigen. Wir hier jetzt mal ganz kurz Schlange hier, meine Freunde. Boom, boom. Damit kann ich dann nämlich ganz gut längere Dungeons und sowas durchstehen. Es ist mega entspannt, weil das Wasser wird immer wieder kalt. Ich weiß nicht, was hier abgeht, Jungs. Es ist einfach nur geil. Das Schöne ist, meine Freunde, wisst ihr, wenn ich das jetzt hier alles durch habe, dann sehen wir uns am Samstag nochmal mit Evive in Frankreich, beziehungsweise in Paris, um genau zu sein. Und da wird dann tatsächlich Lukas von mir komplett auseinandergenommen werden. Denn Lukas darf einen Tag lang ja sein. Da könnt ihr euch jedenfalls auch schon mal auf das Video freuen. Übrigens findet an dem Tag, auch am Samstag, also in Paris, das Finale der Weltmeisterschaft zu Summoner's War statt. Glaube ich 1500 Leute oder so.
gefunden, da habe ich gehört. Und da sind wir mit vor Ort und dürfen das Ganze reinziehen. Und Lukas, wie gesagt, dann für diese Aktion hier auf jeden Fall noch ein bisschen leiden lassen. Easy win für mich, meine Freunde. Ich würde sagen, ich zeige euch noch mal ganz kurz, was in der Arena abgeht. Wir kriegen immer eine Belohnung am Ende jedes Kampfes. Eine Beschwörungsrolle, unbekannte Energie beschwört. Oh damn, okay. Ich würde sagen, Leute, wir gehen mal zurück und beschwören das Monster direkt. Also bereit für eine Beschwörung? Ja, auf jeden, Junge. Rein in die Olga, Alter. Let's go. Gucken wir, was da rumkommt. Okay, gib es mir. Gib es mir. Oh yeah, oh yeah. Und was haben wir? Wir haben, oh, noch so ein kleines Flammenmonster. Das habe ich auch schon mal eben bekommen. Wie gesagt, ihr seht ja auch, dass man hier seine Insel immer weiter aufwerten kann. Und dann, je mehr man quasi in dieser Welt voranschreitet, je mehr kann man dann quasi an Monstern hinzubekommen und so weiter und so fort. Ihr seht das hier zum Beispiel, ich habe hier unten noch diese Flammenmonster jetzt mehrfach schon. Und es ist wie so eine Art Lexikon, was ich quasi fülle, wo alle Monster dann irgendwann reinkommen. Und dafür gibt es natürlich auch nochmal Bonis, ne? So, wir haben natürlich verschiedene Herausforderungen, die ich in der App abarbeiten kann. Das könnte ich jetzt machen, dauert aber zu lange. Und ich würde mich auch gerne jetzt zu Ende duschen. Das Ding ist so absolut... Es ist wirklich so unangenehm, Leute, ihr glaubt das nicht. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz gegen die Arena rein, meine Freunde. Wir kämpfen gegen Greedy in der Arena. Auf geht's, Leute, komm. Wir stellen unser Team zusammen. Ich nehme wieder meine Schlange, meinen roten Hai, meine Elfenmagierin und die andere Elfin. Einfach, damit ich tatsächlich ein ganz gutes Feld habe. Die Elfen haben nämlich immer die Fähigkeit zu healen, das ist ganz gut. Ich habe noch keine Leader-Fähigkeit ausgewählt. Ich habe, glaube ich, noch gar keine. Das kann man später noch mal machen, einfach noch mal zusätzlich einen Buff. Für den Schaden, den man quasi wieder bestimmt, der ist dann noch ein bisschen stärker. Gut, Leute, auf geht's in die Arena. Wer wagt es, mich herauszufordern? Der Erkannsturm der Verteidigung ist jetzt wieder auf. Sobald es geladen ist, rollt er einen starken, weitreichenden Wasserstrahl ab. Vernichte die Feinde so schnell du kannst. Okay, Leute, ich bin Level 11. Auf geht's, Alter. Okay, ihr seht das hier, ich mache mal auf Autofight. Ich könnte das hier, wie gesagt, tatsächlich auf Autofight machen oder nicht, aber ich lasse einfach mal automatisch durchkämpfen und schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Tatsächlich, damit ist es auch ganz geil, dass man, wie gesagt, Arena-Kämpfe und sowas ganz easy durchgreifen kann, indem man das einfach automatisch kämpfen lässt. Da muss man nicht immer die einzelnen Attacken auswählen. Die KI dahinter ist auf jeden Fall super, super intelligent. Und Leute, ganz ehrlich, Mann, den ziehen wir komplett aus, ohne einen einzigen Schaden zu erleiden. Easy, let's go. Nimmt mich überhaupt noch jemand ernst hier gerade, Leo? Ja, Leute, wir waren in der Arena. Wir haben uns alles angeguckt. Schauen wir mal ganz kurz, was Durant, unser Homeboy, sagt. Man soll froh sein. Mächtige Beschwörer warten auf ihn zu vernichten. Lächerlich, Durant. Ganz ehrlich, Digga. Ganz ehrlich, ich stehe hier unter der Dusche, Junge. Mit einem wasserfesten Phone. Was willst du mir erzählen, so? Du kannst jetzt böse Magier bestrafen. Okay. Greedy hat ja wohl ein schlechter und gemeiner Kerl zu sein. Okay, nice. So. Ihr seht das, meine Freunde. Jetzt kann ich nämlich hier noch aufrüsten und quasi an meiner Base, meiner Schraube und meine Verteidigung nämlich ausbauen. Das ist auch ganz gut. Ich kann nämlich einzelne Chars hier als Verteidigung setzen und damit quasi tatsächlich meine Base vor Angreifen dann auch in die Arena reinjoinen, verteidigen. Das ist auf jeden Fall so ein grundlegendes Spiel. Ich finde es super, super komplex. Das ist echt krass. Ich hätte anfangs nicht gedacht, dass so ein komplexes Spiel dahinter steht. Vor allen Dingen halt mit dem Freundesystem und dem Gilden- und Clansystem. Ich bin zwar erst Level 5, meine Freunde, aber ich glaube, das hat noch keiner der Spieler gemacht. Von daher bin ich mal gespannt, meine Freunde, was hier noch geht. Ich zeige euch mal ganz kurz, was es hier noch gibt im Bau. Ihr seht das hier, wir haben hier super viele Deko-Elemente, auch ein paar sinnvolle Elemente, die man tatsächlich einbauen kann, um dann später, wie gesagt, hier zum Beispiel seine Mobs zu verteidigen und so weiter. Wir können jetzt zum Beispiel noch einen Turm hinsetzen. Den kann ich mir jetzt hinsetzen, wo ich möchte. Dann habe ich hier nochmal weitere Verteidigung, meine Freunde. Knallen wir uns hier hin. Easy it is. Leute, ich würde sagen, ich glaube, das reicht zum Vorstellen von Summoners War. Ich bedanke mich an der Stelle bei Google Play und bei Viper.de. Danke dafür, dass ich jetzt hier unter der Dusche stehen durfte und vielen, vielen Dank dafür. Ich bin damit raus, meine Freunde, und würde dann wahrscheinlich zu Ende duschen. Und Lukas, du wirst am Samstag von mir komplett auseinandergenommen. In dem Sinne, meine Freunde, macht's gut. Hört rein, lasst einen Daumen nach oben dafür diese Ehrenaktion. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich bin jetzt nicht fertig. Also, dann tschüss.